Moin moin liebe YouTube-Süchtigen, moin moin liebe Messerfreunde. Ja, heute habe ich mal ein ganz schönes Stück für euch. Und zwar ist das ein Messer von Karl Schlieper. Und zwar hat er für, es gibt eine Baureihe, die nennt sich Tennessee. Die hat erstmal er gebaut, der Karl Schlieper, und vorher, ich glaube auch der Ölberts, Friedrich Ölberts, glaube ich, heißt er, mit seinen aufwendigen Klingen oder geätzten Klingen. Und diese ist eben eine Version von Karl Schlieper mit Tennessee als Aufdruck und wunderschöner Griffbeschalung. Finde ich wirklich super, super. Das ist so eine Art Pyrmont oder Palmont und das wirkt wirklich schön. Das Licht, das bricht sich da richtig schön drin und die Maserung kommt wirklich super zur Geltung. Und tja, das Messer, wie ihr sehen könnt, hat drei oder zwei Liner, einmal mit zwei und einmal mit einer Klinge. Kommen wir mal erstmal zu den kleinen Klingen. Hier haben wir eine kleine Klinge, die hat eine Länge von 4,2 cm. So, 4,2 cm. Auf der Klinge haben wir einen Aufdruck Germany, einmal das Karl Schlieper Zeichen und darunter Germany. Der Nagelhau ist verziert, sieht richtig angenehm edel aus. So, dann haben wir als zweites eine Klinge, die ist 4,5 cm. Also ein klein wenig länger. Und auch diese hat das Karl Schlieper Zeichen und ist mit einem wunderschönen Nagelhau versehen. Als gutes Letztes haben wir natürlich die Hauptklinge. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Klinge, wie ich finde. Ich muss mal eben die anderen zumachen. So. So, diese Klinge, das ist die Hauptklinge. Da haben wir draufstehen Karl Schlieper. Und dann Hammered, Forget, Solingen, Germany. Dann wieder sein Logo. Auch der Fingerhau wirklich schön verziert. Und hier steht dann Schlieper, Solingen, Germany. Ja, das Messer, das habe ich vor einiger Zeit im Messertausch bekommen und wollte es euch schon immer mal zeigen, aber bin da immer so drüber weggekommen. Und ja, also ich finde, das ist ein schönes Gentleman-Messer. Ich konnte da nicht viel mehr über in Erfahrung bringen, weil diese Messer sind schon wirklich eine Rarität geworden. Und darum ist es so eine Sache, ich würde euch da auch nichts Verkehrtes erzählen. Wenn ihr da Informationen drüber habt, über dieses Messer, könnt ihr mir natürlich gerne unten in der Videobeschreibung als Kommentar hinterlassen. Also ich finde, es ist ein wirklich schönes Gentleman-Messer mit einer Gesamtlänge, mit der Hauptklinge von gute 16, ja, waren wir 15,5 cm, also ein schönes kleines Taschenmesser und hat ein Gewicht. Wollen wir mal gucken, was das Gewicht sagt. Das Messer hat ein Gewicht von 72 Gramm, also nicht gerade leicht, aber immer noch sehr schön in der Hosentasche zu tragen bei festlichen Anlässen. Ist es wirklich ein richtig schönes Messer, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich wollte euch das bloß mal eben kurz zeigen. Und bis dahin würde ich sagen, das war's mal wieder. Euer Hans-Dieter. Und wenn ihr da Informationen drüber habt, dann bitte teilt mir das in den Kommentaren mit. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht,
Könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt über Ausrüstung, über die Gegenstände, die ich vorstelle, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr diverse Links, wo ihr die Möglichkeit habt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr natürlich kein Video mehr verpassen wollt, weil ihr das so super geil fandet, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. Das war's, euer Hans-Dieter. Ciao.